deine Tagesenergien für rund um Dienstag, den 23. August 2022. Schön, dass du hier bist. Mal schauen, was die Karten dir für rund um dieses Datum mit auf den Weg geben wollen. Das Reading kann auch noch ein paar Tage nach dem Dienstag, den 23. aktuell sein. Ist natürlich ein allgemeines Reading, also nimm es nur an, wenn es mit dir in Resonanz geht. Das weißt du hier inzwischen auf meinem Kanal. Das kann das ganze Reading sein, Teile davon. Manchmal ist es der eine magische Satz und manchmal holst du dich so gar nicht ab. Das kann natürlich auch sein. Ist total in Ordnung, dann vielleicht morgen wieder. Die Karten, die ich benutze, sind die hier. Findest du auch in der Infobox aufgelistet, genauso wie auch ein Link zu allen meinen Angeboten, wenn du ein eigenes Kartenreading haben möchtest, wenn du vielleicht das Kartenlegen selber erlernen möchtest, beim Monday Morning Club dabei sein willst, energetisch mit mir arbeiten willst, was auch immer, dann guck mal unten auch in den Link, da findest du alles aufgelistet. So, das gesagt, legen wir jetzt aber mal los mit unseren Tagesenergien für rund um Dienstag, den 23. August. So, und wow, da haben wir Neubeginn. Wir haben die Transformationskarte Phönix aus der Asche. Also vielleicht steckst du gerade in irgendwelchen Prozessen drin, die dich wahrscheinlich auch schon länger begleiten. Ja, so eine Transformationskarte kommt ja nicht so überraschend daher, sondern da weiß man, man steckt schon eine ganze Weile in bestimmten Themen drin, macht sich Gedanken über was, ist vielleicht auch schon aktiv seit einer Weile und arbeitet ja auf etwas hin. Von irgendwas weg, löst sich von irgendwas. Auf jeden Fall steht hier ein ganz, ganz großer Entwicklungsschritt an. Und das, wo du hin willst, ist nicht mehr fern. Ja, unser Phönix ist ja schon am Aufsteigen. Der ist ja schon wiedergeboren. Ja, und das ist für viele, glaube ich, eine ganz schöne Botschaft zu sagen, was immer dir passiert ist, was immer du erlebt hast, jetzt ist der Moment zu sagen, okay. Aber was hat es mit mir gemacht? Was hat es in mir ausgelöst? Zu wem bin ich dadurch geworden? Was habe ich darüber lernen können? Jetzt ist vielleicht auch ein Abstand entstanden, dass du auf bestimmte Situationen nochmal mit einem anderen Auge draufschauen kannst. Und Fakt ist aber, ein ganz neuer Weg oder ein Neustart öffnet sich jetzt für dich oder du öffnest dich dafür und kannst jetzt in einer ganz, ganz anderen Stärke und vielleicht auch Selbstverständlichkeit deinen Weg gehen. So, das erstmal so als Grundinfo für heute. Jetzt gucken wir mal ins Tarot, was wir hier noch für dich haben an Infos für rund um diesen Dienstag, den 23. Was steht denn hier noch an? Worum geht es denn hier bei der Transformation? Oder woran merken wir vielleicht auch, dass wir so weit sind und vorangegangen sind und wie auch immer. Warte mal, ich nehme hier die oberste erstmal. Da haben wir die vier der Kelche. Also Dinge, die sich vorher vielleicht so ein bisschen, naja, träge und schwer angefühlt haben, vielleicht auch immer noch schwer sind, weil du in Prozessen immer noch drin steckst, die werden jetzt weicher, die lösen sich jetzt mehr auf. Du siehst vielleicht klarer, was dir, ja, Königin der Schwerter, du siehst vielleicht klarer, was das Universum dir an Möglichkeiten bietet. Vielleicht weißt du noch nicht, wofür du dich als nächstes auf deinem Weg entscheiden sollst, aber dir wird immer klarer, was du nicht willst und wo es hingehen könnte, ist hier eine Botschaft, die da liegt. Also vielleicht magst du das auch mal in einem Journaling-Prozess festhalten und wirklich mal aufschreiben, okay, wofür stehe ich ab sofort auf gar keinen Fall mehr zur Verfügung? Und wie könnte ich es mir denn stattdessen vorstellen, damit du erstmal schwarz auf weiß nochmal eine andere Klarheit hier für dich selber definierst, bevor du noch klarer dahin kommst, was du dir jetzt als nächstes genau vorstellen kannst. Denn du bist ja, was nochmal, in so einem Umweltprozess. Ja, man sagt so schön, hier aus die Alchemiekarte zeigt es ja auch so schön, ja, unsere Biene in der Sonnenblume. Die hat ja dafür gesorgt, dass die Sonnenblume überhaupt erblühen konnte. Und der nächste Schritt ist ja, dass die Körner geerntet werden und man Sonnenblumenkernöl herstellt oder dass die Vögel davon essen können. Ja, also du bist auf einem sehr, sehr fruchtbaren Weg, aber eben auch im Transformationsprozess. Und die Sonnenblume hat ja auch ganz, ganz klein begonnen, bevor sie sich dann erstreckt hat und ja zum Teil Meter hoch wird. Und das so als Beispiel für dich und deinen Weg jetzt auch zu nehmen und zu sagen, okay, wenn die Sonnenblume das kann, dass die auf so einem kleinen Setzling hier irgendwie, weißt du, so super wächst, dann kann ich das auch, dann kann ich mich erheben. Und wie komme ich dahin? Klarheit. Was will ich nicht? Was will ich stattdessen?
Und dann eben auch ganz klar die Entscheidung treffen, nachdem du das abgewogen hast, um dann die entsprechenden Schritte auch zu gehen, die es dann braucht, um dich in diesen neuen Lebensabschnitt hinein zu erheben. Aber dir eben auch Zeit hier für diese Prozesse zu lassen. Aber es sollte dir jetzt schon immer klarer, klarer, klarer werden. Und dann haben wir hier nochmal Neustart. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist hier das Ass der Münzen. Das sagt, setz ein neues Fundament. Setz ein komplett neues Fundament von dem, was du erwartest, von dem, was du willst. Und dann kannst du die Punkte, sehen wir hier auch sehr schön, ganz, ganz neu und anders miteinander verbinden. Das, was gleich bleibt, ist, dass du im Zentrum deines Universums stehst. Es geht um dich, es geht um deinen Weg, es geht um dein Sein, es geht um deine Entwicklung. Aber jetzt ist wirklich der Moment für einen absoluten Neustart. Da das eine Münzkarte ist, würde ich das jetzt mal tendenziell aus beruflicher Sicht sehen. Neustart für deinen Weg, deinen beruflichen Weg, eine berufliche Umorientierung, eine ja, vielleicht auch nochmal Weiterbildungen, die anstehen, dass du nochmal neue Dinge dazulernst, vielleicht auch die Dinge endlich nutzen, die du schon gelernt hast oder die dir auch ganz selbstverständlich kommen. Und du sagst, ey, ich hätte nie gedacht, dass ich da einen Beruf draus machen sollte. Na, vielleicht ja schon. Aber auch wenn es dich jetzt vom Berufsthema nicht abholt, es geht bei den Münzen darum, dich zu leben. Dich. Keine Rolle. Nichts, was die Gesellschaft dir vordiktiert, kein, na so macht man das aber, sondern wie willst du es haben in deiner ureigensten Essenz? Und somit kannst du hier die Deutung natürlich jetzt auch schon wieder weiter aufmachen für, ja, wie will ich denn Partnerschaft leben? Wie will ich denn Familienleben leben? Wie oft will ich denn eigentlich Zeit mit, weiß ich nicht, meiner Familie verbringen? Ist es eine Pflichtveranstaltung? Zwinge ich mich dahin oder nicht? Wie oft will ich denn Kontakt haben mit wem? Nur weil meine Freunde alle zu einem bestimmten Hobby rennen, muss ich da mitmachen, ja oder nein? Also ja, dass du dich wirklich mal durch diese Prozesse, die du hier gegangen bist, auch nochmal fragst, wie will ich denn mein Leben eigentlich wirklich gestalten ab sofort? Und du erkennst die Antworten, wenn du merkst, da kommt Ruhe rein. Vielleicht auch aufgeregt sein, so ein, oh mein Gott, das ist cool. Keine Angst, nicht so ein aufregendes Gefühl von, ach du Scheiße, sondern mehr so ein, oh Gott. Darf ich das? Oh Gott, ja. Aber tendenziell, wenn du die Entscheidung triffst, merkst du, oh, ich kann ausatmen, es wird ruhig, das mache ich. Und dann hört auch dieses Hin- und Hergeschwinge auf von soll ich nicht, soll ich nicht, sondern du triffst die Entscheidung und es geht dann unaufhaltsam voran. Und dann ist es auch egal, was sich dir in den Weg stellt. Tendenziell haben wir hier nochmal deine eigenen Gedanken. Also pass auf, dass du dir diese tollen Dinge nicht selber ausredest. Und wenn du es tust, hier haben wir den Hierophant, dann hol dir jemanden an deine Seite, der da Ordnung ins Gedankenchaos bringt. Ja, ich habe ja vorhin schon angesprochen, meine energetische Arbeit, das können wir gerne zusammen tun, dass wir hier mal an deinen ganzen Glaubenssätzen arbeiten und das mal alles ausräumen. Und achte gleichzeitig aber auch darauf, dass du nicht in nochmal die Wiederholung in Wahrheiten reinrutscht, die nicht deine eigenen sind. Dass du dir nicht Dinge ausredest, weil eben macht man halt nicht. Das war ja noch nie da. Das hat ja noch nie einer gemacht. Na, meinst du denn, dass das gut ist? Hast du dir das gut überlegt? Pass auf, dass du nicht in so ein dogmatisches Ding reinrutscht von den Begrenzungen, die andere sich selbst auferlegen, dass sie dir die mit überhelfen wollen, aber eigentlich nur ihre eigenen Ängste damit zeigen, aber was nichts mit dir zu tun hat, sondern die wollen dich aufhalten, weil sie sich selber nicht trauen. Und wenn einer ausbricht und zeigt, oh mein Gott, das klappt ja doch, dann sind sie halt konfrontiert mit ihren eigenen Nicht-Fortschritten. Weißt du, wie ich meine? So. Dann, was haben wir dann als abschließenden Rat, bevor wir dann zu deiner eigenen Frage kommen, die du stellen kannst? Was ist denn der abschließende Rat hier für dieses Reading zum Thema Neustart, Neuanfänge, Transformation? So, die da. Wir haben den Hinweis, lass dich auf das Göttliche oder auf das Universum ein. Also jetzt ist wirklich eine absolut magische Zeit zum Manifestieren. Also nochmal, was wir am Anfang hatten, werde dir klar, wofür du nicht mehr länger zur Verfügung stehst und wofür denn stattdessen.
was willst du wie haben? Weil hier geht es alles um deine Einstellung, ja, deine Einstellung zu deinem Leben. Und je klarer du das weißt, desto klarer kann das Universum auch liefern. Wenn du unklare Wünsche ausdrückst, dann kriegst du halt Murks und wunderst dich, was soll das denn jetzt schon wieder? Also ganz, 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 ganz klar formulieren. Und wir haben hier noch einen Rat. Mach dir auch klar, wo deine Prioritäten liegen. Was dient dir beim Erreichen deiner Ziele? Was dient dir auf deinem Weg? Und was erscheint vielleicht auch als sehr dringlich für andere, die dich dann vielleicht mit einspannen und du lässt dich einspannen, was dich aber nicht voranbringt in deinen, zu deinen Zielen, zu deinem Weg, was dir Zeit raubt, was dir Aufmerksamkeit raubt und was für andere dann vielleicht ganz super ist und denen halt, wie gesagt, dient, aber was dich am Ende da sitzen lässt, mit... Ja, ich war zwar den ganzen Tag beschäftigt, aber für mich und meinen Weg habe ich nichts gemacht. Und dann erreichst du deine Ziele nicht. Und irgendwann kommen die anderen auch nicht mehr und fragen dich um Hilfe, weil du ausgebrannt bist und nichts mehr für die tun kannst, weil du dich selbst vernachlässigt hast. Also guck nochmal, wo liegen deine Prioritäten? Und da gehst du lang. Und alles andere kann sich dann in deinen Kalender einsortieren, wenn es dann da Platz findet. Na, in der Reihenfolge. So. Komm mal zu deiner eigenen Frage. Denk mal an dein Thema. Was hast du für eine Frage, die du gerne stellen möchtest? Ein Thema, an das du denken möchtest. Vielleicht auch kurz auf Pause drücken, wenn du es noch nicht ganz klar hast. Und dann kommt jetzt hier die Antwort auf deine Frage oder die Antwort zu deinem aktuellen Thema. So. Mal, was wir hier haben. Da haben wir einmal. Als Antwort auf deine Frage, Vertrauen, vertraue, vertraue dir, vertraue dem Universum, vertraue dem positiven Ausgang, ja, und es wird besser. Jetzt haben wir hier Improving Health, also das kann natürlich auch um eine Heilung gehen, ja, ob das eine Gesundheitsheilung ist, eine mentale, eine emotionale Heilung. Aber wenn du jetzt eine Frage gestellt hast zum Thema, weiß ich nicht, Business oder sowas, auch hier, ja, dann ist es auf dein Business bezogen. Die Gesundheit deines Businesses wird sich verbessern oder die Gesundheit deiner Partnerschaft wird sich verbessern. Vertrau darauf, dass es besser werden wird. So können wir das mal im weitesten Sinne übersetzen. Dann haben wir hier noch, lausche deiner Intuition, vertraue und höre deiner Intuition. Auch hier, ja, vertrau drauf. Und wenn du prinzipiell Fragen hast, dann lass dir eine ruhige Zeit. Zieh dich zurück, nimm dir Zeit zum Meditieren. Dort findest du Antworten oder auch in deinen Träumen. Achte mal nachts auf deine Träume. Wir sind ja in einem, naja, nicht identisch, aber ähnlichen Stadium, wenn wir in so eine Meditation eintauchen und einfach Visionen empfangen oder eben auch in den Träumen. Vielleicht findest du da Antworten, nach denen du noch suchst. Vielleicht findest du da nochmal Zeichen oder Schlüssel, die dir weiterhelfen bei bestimmten Entscheidungen. So, das war. Die Tagesenergie für Dienstag, den 23. August 2022, beziehungsweise drumherum. Klick gerne auf Gefällt mir, wenn es dich abgeholt hat und schreib mal gerne in die Kommentare, welcher Neustart denn bei dir ansteht. Ja, auch immer spannend zu wissen. Ich danke dir von Herzen, dass du dabei warst. Abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast und bis zum nächsten Mal, deine Denise.